Herzlich willkommen zu unserer Panther-Show. Im August finden die World Championship der Special Olympics statt im Tanz. Und aus diesem Grund haben wir natürlich wieder einen besonderen Gast für euch in die Show eingeladen. Der Tanzmeister Pierre Gieder wird uns heute einiges dazu erzählen. Aber vorher noch ein kleiner Hinweis, der Landtag Steiermark hat ja gerade momentan Sommerpause, aber die Politiker und Politikerinnen, die arbeiten natürlich trotzdem und dazu haben wir den Bundeskanzler Sebastian Kurz ins Gespräch eingeladen und da schauen wir gleich rein. Politikerinnen und Politiker nutzen diese ruhigere Zeit auch, um vermehrt mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen. So zum Beispiel Bundeskanzler Sebastian Kurz, der seit kurzem mit seiner Sommertour durch ganz Österreich unterwegs ist. Unter dem gesteckten Motto mit neuer Kraft reist er quer durch Österreich, besichtigt Betriebe und hält Treffen mit Funktionären und Funktionärinnen ab. Ganz wichtig dabei ist es, einfach mit den Menschen vor Ort in den Gemeinden in Kontakt zu kommen und sich mit diesen zu unterhalten. Worum geht's bei der Tour und welche Stationen gibt's? Ja, wir haben in Niederösterreich gestartet, sind jetzt in der wunderschönen Steiermark und ich genieße sehr, dass nach der langen Zeit der Pandemie endlich wieder Kontakt mit Menschen möglich ist. Das ist für mich auch die Chance, Feedback zu bekommen, das eine oder andere Thema auch durchzudiskutieren beziehungsweise auch Anregungen mitzunehmen von den Leuten. Das war das Statement von Sebastian Kurz, dem Bundeskanzler, und jetzt starten wir rein in die Show. Heute zur Panther-Show haben wir den Tanzmeister und Universitätslektor Magister Dr. Pierre Gieder zu Gast. Er hat eine Tanzschule in Rosenthal an der Kainach und ich möchte dich gleich bitten, erstens herzlichen Dank, dass du da bist und zweitens möchte ich dich gleich bitten, wie du eigentlich zur Tanzschule gekommen bist, also was dein Weg war, dass du Tanzen gewählt hast, als deinen Sport und dein Hobby. Vielen Dank mal für die Einladung. Freut mich, dass wir heute ein bisschen Zeit haben, auch über das Tanzen zu sprechen. Ich habe schon sehr jung begonnen. Mit 9 Jahren ist es tatsächlich dazu gekommen, dass mich meine Mutter damals zu einem Tanzsportclub gebracht hat. Und ich habe ja alle anderen Sportarten schon ausprobiert, Fußball, Schwimmen. Und dann war es wirklich so, dass ein Bubenmangel geherrscht hat. Und meine Mama hat damals gesagt, ja, ich habe einen Sohn, der will unbedingt tanzen. Ich wusste davon nichts, aber bin halt einmal mitgegangen. Klassisch. Und dann im Zeitraffer erzählt, habe ich halt sehr schnell erkannt, dass es etwas ist, was mir liegt. Mhm. Und es wurde bestätigt durch die Ergebnisse bei Turnieren. Genau. Sehr schnell am Stockerl gestanden. Und alles, was einem gelingt, macht einem auch viel leichter Spaß. Und so bin ich dann dort geblieben beim Tanzsport und habe den dann durchgängig 10 Jahre als Amateur betrieben. Du hast ja auch aber österreichische Meisterschaften gewonnen, oder? Genau, also sowohl in den Kinder-Jugendklassen, auch in der allgemeinen Klasse, in allen Disziplinen, also Standard, Lateinamerikanisch und über die 10-Tänze-Kombination. Mhm. Und war eine schöne Zeit, war durchaus anstrengend, aber konnte ich bis heute sehr viel mitnehmen fürs Leben. Ja, super, denke ich mir. Hast du einen Lieblingstanz? Die Frage, die kriege ich sehr oft. Und es ist tatsächlich so, dass über diese lange Zeit es den Lieblingstanz nicht mehr gibt, weil man einfach alle Tänze gleich gern mag. Ja, also ich kann mich erinnern, in den Kinder- und Jugendjahren war es tatsächlich so, du hast einen Tanz, den verfolgst du, der gefällt dir, da passt die Musik. Da gibt es auch Tänze, die dir nicht so gut gefallen. Aber jetzt nach über 30 Jahren kann man sagen, ich liebe sie alle gleichermaßen. Schön, wenn das so läuft. Und zwecks der Universität, was ist da deine Aufgabe? Ja, ich habe ja Sportwissenschaften studiert, sozusagen auch als Backup, wo ich mir gedacht habe, falls irgendwas einmal schief gehen sollte, dann habe ich hier noch die Möglichkeit, auch einen Job anzugehen, wo ich motorisch nicht unbedingt ganz eingespannt sein muss. Also ich bin gerade im Bereich der Wissenschaft, im Forschen, was mich immer interessiert hat, was zu tun. Und bin aber jetzt in der Lehre gelandet, also auf der Uni Graz, im Institut für Bewegungs- und Sportwissenschaften, wo man natürlich mir wieder ein Fach gegeben hat, was ums Tanzen geht, um Trends im Tanzen oder im Tanzsport generell. Und die angehenden Lehrer, Lehrerinnen, aber auch die Sportwissenschaftler durchlaufen da bei mir quasi Einheiten, wo ich ihnen das Tanzen so vermittle, dass sie es dann auch in Beruf wirklich gut einsetzen können. Und das ist mir wichtig, das ist für mich schon der Zugang dann zu den zukünftigen Lehrern und Lehrerinnen, die es dann den Schulen auch weiterbringen und verbreiten und sagen, das ist eine coole Geschichte, nämlich in jeder Hinsicht. Ja. Das Tanzen hat viel zu bieten. Hat es. Das ist ja auch für die Gesellschaft sehr profitierend und
Ja, als Hobby, als Sport ist es genau. Sehr, sehr breit, was du da machen kannst mit dem Tanz. Finde ich super. Noch eine Frage, und zwar, ich habe gehört, dass die World Championship des Special Olympics stattfinden wird im August. Bevor wir wirklich zur Veranstaltung per se kommen, würde ich dich gerne fragen, was ist da deine Rolle? Weil du spielst eine große Rolle, aber welche hast du da inne? Also für die WM bin ich der OK-Chef, habe schon vor 2 Jahren damals Special Olympics International darauf vorbereitet, dass wir von Österreich ausgehend gerne eine Weltmeisterschaft ausrichten möchten. Damals war aber der Ort noch unbekannt. Also es war immer klar, dass unter meiner Federführung das passieren wird, auch mit unserem steirischen Team, muss ich dazu sagen. Also, es gibt ein kleines Kernteam, was den Tanzsport hier veranstaltungstechnisch immer wieder auf die Beine stellt. Und wir waren aber offen weltweit, wo immer das passieren würde. Nachdem Special Olympics eine ursprünglich amerikanische Organisation ist, war eigentlich der Gedanke mehr Richtung USA. Und voriges Jahr war es dann wirklich so, noch kurz vor Corona, beim Gespräch mit dem Stadtrat Kurt Honsinner, dass er gesagt hat, du, eigentlich, das passt nach Graz für das Sportjahr, eine WM. Genau, Sportjahr 2021, super. Genau, das machen wir. Ne? Und ja, bin dann gleich mit diesen Plänen nach Washington DC und habe das dort vorgestellt. Und man muss ja sagen, Österreich hat ja einen sehr guten Namen bei Special Olympics, weil nicht nur, dass überhaupt die ersten Weltspiele außerhalb Amerikas schon vor einigen Jahren stattgefunden haben, sondern wir haben auch 2017 gezeigt, dass wir es können, also rein organisatorisch in der Umsetzung. Und es gibt dann natürlich sehr viele Persönlichkeiten, allen voran Marc Angelini, der seit 42 Jahre lang Special Olympics in Österreich aufgebaut hat, aber auch dann die Präsidenten, angefangen von Hermann Kröll, Jürgen Winter, jetzt Peter Ritter, die einfach international alle einen Namen haben und Österreich damit einfach immer vorne steht. Ja? Und wir sind da sicher eine sehr gute Nation, wenn es um die Umsetzung geht. Ja, super. Freut mich voll, dass das dann nach Graz gekommen ist, dass das gelungen ist. Gratuliere dazu. Ja. Dankeschön. So, dann hätte ich gesagt, wir starten gleich mal ins erste Studiospiel. Das heißt, ins erste Panther-Time-Spiel. Okay. Es wird uns erklärt werden und vielleicht hast du schon mitbekommen, es geht dann um den Krenn und er duftet schon wieder sehr in die Nase. Ja. Sehr frisch. Ja. Okay, es wird uns erklärt. Die Spielregeln. Gespielt wird nach dem Gewinnbaumprinzip. Erste Runde 1 Punkt, zweite Runde 2 Punkte, dritte Runde 3 Punkte. Spiel 1. Woher kommt? Auf dem Bildschirm werden verschiedene Tänze aus aller Welt und die dazugehörigen Länder angezeigt. Ordne die Tänze den Ländern zu. Okay. Jetzt bin ich gespannt, gegen einen Profi anzutreten. Oh Gott. Ist immer ein bisschen eine schwierige Sache. Aber du darfst es mir nicht sagen. Gib mir keinen Tipp. Gib mir einen Tipp. Ich muss dir ehrlich sagen, ich kann da jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel Tipps geben, weil der Tanzbereich ist ja durchaus breit gefächert. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt die Zahlen zu den Buchstaben zuordnen, richtig? Genau. Tanz zu Land. Ah, ich kann es nur auf die Wörter schließen. Okay. Genau. Hast du es schon? Ja. Okay. Oh Gottchen. Eigentlich. Ich weiß nicht warum und ich glaube nicht, dass es gescheit ist, aber ich habe tatsächlich 1a, 2b und 3c, weil ich mir gedacht habe, das passt von den Wörtern her zusammen. 1a, 2b, 3c. Ja. Ich hätte da jetzt ein bisschen eine andere Reihenfolge. Okay, A3. Was hast du dann? B1. Ja. C2. Und C2, okay. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns die Auflösung an, oder? Okay. Hey, gut. Wow. Afghanistan. Okay. Hast du schon mal was gehört davon? Bitte? Hast du schon mal was gehört? Na. Vielleicht lernst du es noch. Bin dabei. Ja, passt. In dem nächsten Video machen wir dann eine kurze Anleitung, wie die Tänze funktionieren. Super Idee, das ist meine Stärke. Der Atam. Wer falsch tanzt,
Konflikt raus. Bei diesem traditionellen Tanz, der ursprünglich aus der paschtunischen Bevölkerungsgruppe Afghanistans kommt, müssen mit dem Takt bestimmte Schrittkombinationen ausgeführt werden. Das wird mit zunehmendem Tempo immer schwieriger. Wer einen Fehler macht, fliegt raus. Ah, oh, ich glaube, cool. Mit Bewaffnung? Schwer. Ich hoffe, es ist Schmuck. Cool. Gute Idee, es klingt zumindest nach Spaß. Ja, das ist im arabischen Raum übrigens auch so, dass die Männer oft mit Waffen tanzen und die Frauen mit Tüchern. Und welchen Grund hat das? Das kann ich da leider nicht ganz genau sagen. Also. Okay, bin ich gerade ein bisschen dankbar, dass wir das nicht machen. Ich wäre mit dem Tuch einfach ein bisschen überfordert. Gut, Hacker Neuseeland. Unglaublich. Ja genau, und du sagst, du kennst dir nichts aus. Cool. Gut. Der Hacker aus Neuseeland. Er dient oft dazu, den Gegner einzuschüchtern. Ob nun bei kriegerischen Auseinandersetzungen oder beim Rugby. Das in Neuseeland ohne den Hacker vor dem Anpfiff gar nicht denkbar ist. Genau. Gut, ja, das. Das wusste ich zugegebenermaßen. Echt? Ja. Das hast du gewusst? Habe ich schon selbst choreografiert auch. Ja. Also Hacker war. Cool. Mein cool. Anknüpfpunkt. Kannst du dann gern zeigen. Ja. Super. Jongo in Brasilien. Das ist aber. Ja, na, logisch, ne? Aber Wahnsinn. Okay, top. Der Jongo. In Brasilien ist der Tanz, der in den Regionen Rio de Janeiro, Espírito Santo und anderen einst verbreitet war, heute kaum noch aktuell. Der Samba hat ihn verdrängt. Jedoch ist der Jongo, der möglicherweise seinen Ursprung in Angola hat, ein traditioneller brasilianischer Tanz. Aha. Oh, spannend. Ja, arg. Good to know! Also damit hast du wirklich wohlverdient gewonnen. Wirklich. War lustig, oder? Ja, war lustig. Wieder was Neues zu wissen. So, einmal drehen. Oh, schon da. Alles klar. Dann schauen wir mal, was ich jetzt tun muss. Ich hoffe ja darauf, dass einfach du mal als Gast natürlich den ersten Löffel probieren darfst. Glück gehabt, ich habe so Glück. Was haben wir für Nummer? 74 ist die Nummer. Ich habe Glück und brauche keinen Gren zu essen. Dabei wäre ich schon ein bisschen hungrig. Gut, in dem Sinn habe ich mir das ein bisschen erspart. Trotz vollkommenem Unwissen. Gut, dann möchte ich gerne dich noch ein bisschen zum Tanzsport erfragen oder befragen. Mhm. Und zwar zu den Special Olympics. Ich habe gelesen, dass das nicht immer selbstverständlich war, dass der Tanz da ein Teil dieser Special Olympics ist. Kannst du da ein bisschen was geschichtlich-historisch erzählen? Ja, also ich beschäftige mich mit dem Thema schon seit über 16 Jahren und versuche ja dort den Tanz oder den Tanzsport in Special Olympics auch zu positionieren. Und es gibt ja grundsätzlich, oder es gab auch bei Special Olympics hin und wieder so diese Vermutung, dass das ja gar kein richtiger Sport ist oder dass das keine anstrengende Sportart ist oder verschiedenste Gründe. Ja. Wer schon mal probiert hat, also, genau. Ne? Also man muss auch fairerweise dazu sagen, es hat ja an Popularität gewonnen über die letzten diversen Fernsehshows, die es gibt, wo auch sehr viele Statements immer wieder gekommen sind. Und man sagt, ja, das ist schon anstrengend und ein paar Stunden Training am Tag und das mehrmals die Woche, das ist... Und es hat uns gut getan und insgesamt hat man aber dann auch relativ schnell festgestellt, doch, es ist eine Sportart. Ich habe das gemeinsam mit einem renommierten Weltmeister des Tanzsports und auch mit einem, wenn man so möchte, Dancing with the Stars Star aus den USA, mit dem Louis van Amstel, das Regelwerk dazu geschrieben. Und das sind eben so Dinge, die man braucht, um dann auch zu beweisen, okay, da geht es um Sport. Ja. Es wird Leistung gemessen, es ist entsprechend verifizierbar und man kann dann auch zum Ergebnis kommen. Ja. Ja, schön, also dein Weg und deine Anstrengungen haben sich ausgezahlt. Gott sei Dank, ja. Also wie gesagt, seit 2019 sind wir ja offizielle Sportart, wurde damals ausgerufen in Abu Dhabi bei den Sommerweltspielen. Gibt es auch eine kleine Anekdote dazu. Ursprünglich, also 2018, hat mich ein Anruf ereilt und hat gesagt, du,
also aus den USA, der Anruf eilt, du, in Abu Dhabi, da kann man keinen Tanzsport machen, weil das passt mit der Kultur nicht zusammen. Ja? Und dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht, weil ich habe mich schon erkundigt, das sollte doch möglich sein. Ja, dann musst du selbst dorthin fliegen und das regeln. Das habe ich dann auch getan und wir wurden da eigentlich sehr positiv überrascht, dass auch Delegationen jetzt, die eine, aus der islamischen Kultur sehr bereitwillig waren, hier mitzumachen. Ja. Es ist zwar nicht unbedingt der klassische Tanz gewesen, so wie wir, oder also dieser moderne Tanz, wie wir ihn jetzt kennen, auch paarweise, aber wie man sieht, in den vorigen Videos, es gibt in jedem Land eine Tanzkultur. Und das Schöne ist, egal wo ich hinkomme, ich brauche Tanz nie erklären. Es ist selbstredend, jeder weiß, mit Musik, ohne Musik, und es gibt Volkstänze und es gibt dann auch Sporttanz. Und somit hat es auch im arabischen Raum was gegeben und es war dann im Endeffekt überhaupt keine Schwierigkeit, hier das unterzubringen. Das und super. Ja, die quasi Genugtuung war es dann wirklich, dass genau in diesem Land, in dieser Region offiziell verkündet wurde mit der Sitzung vor Ort dort vom Board Committee wurde beschlossen, einstimmig beschlossen, dass der Tanzsport ins offizielle Programm aufgenommen wurde. Spitze, auch einstimmig. Also du konntest gut überzeugen. Genau. Das war mir auch wichtig, dass das nicht so eine Gewaltentscheidung wird, sondern dass das wirklich mit Überzeugungsarbeit davor einstimmig ist. Natürlich, dann steht da jeder dahinter. Das so ist es, ja. Genau. Großartig. Du, wie siehst denn du die Rolle des Tanzsports auch für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung? Also inwiefern gibt es da, ich sehe es mal, vorteilhaft, ne? Also wo gibt es da die Vorteile? Ja, ganz grundsätzlich möchte ich da eine Lanze fürs Tanzen insgesamt brechen, weil tanzen kannst du bereits in der Babywiege und wenn man so möchte, sehr spät, auch wenn du ein Alter erreichst, wo du nicht mehr so mobil bist, sitzend, liegend, wie auch immer. Jetzt werden sich viele Zuschauer fragen, ja, wie kann man liegend tanzen? Ja, es gibt Möglichkeiten. Im Vordergrund steht da ja immer die Bewegung. Wir wollen uns gesund bewegen, wir wollen uns überhaupt bewegen und mit Musik, das ist ja unser Treiber, hast du halt gleich die Möglichkeit, hier Spaß zu haben und etwas eben für deine Gesundheit zu tun. Und für unsere Athleten oder eben für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist genau das auch der Knackpunkt. Leute oder Betreuer, die mit unserem Klientel arbeiten, werden mir das alle bestätigen. Wenn du Musik einschaltest, die gehen so auf die Tanzfläche tanzen. Ja? Der Durchschnittsbürger ist da vielleicht eher zurückhaltend und schaut mal auf die Tanzfläche, kann man auf Paddeln immer ganz gut beobachten, hat Scham und diese Schwelle haben unsere Menschen mit Beeinträchtigungen eben nicht. Und ich würde sagen, das ist sogar ein kleiner Vorteil, den sie uns gegenüber haben, weil wir zu viel darüber nachdenken, schaut jetzt wer zu, bewege mich komisch. Im Grunde genommen interessiert das ja eh keiner. Also keiner von uns wird dort sitzen am Ball oder bei der Hochzeit und sagen, schau, wie der tanzt. Also irgendwie. Und wir haben da viel zu viele Hemmungen. Und der große Vorteil, oder warum es gerade eben für die Menschen so wichtig ist, ist, dass einfach die Zugänglichkeit da ist beim Tanzen. Nämlich auch von der Infrastruktur her. Wir brauchen wir brauchen ja keine Sportstätten. Wir brauchen ein bisschen einen Raum. Heute mit der digitalen Technik hat jeder Handy mit Musik dabei. Also YouTube-Videos, Tanzschulen rundherum. Also du hast sehr viel an Input, den du dir holen kannst. Und es ist eigentlich relativ gut umsetzbar. Gut umsetzbar, ohne großen Aufwand. Ja. Und das ist schon, wenn ich denke, ohne jetzt eine andere Sportart diskreditieren zu wollen, aber beim Schwimmen brauche ich halt ein Becken mit Wasser. Ja? Und das ist oft dann schon mit, das Praktische. ist die Anfahrtsmöglichkeit schon die Hürde. Ja? Das fällt da alles weg eigentlich. Genau. Was letztes Jahr auch aufgefallen ist, war, also in diesem Jahr, wo vieles auch virtuell passiert ist, war es recht praktisch, weil Tanzen war immer möglich. Also du hast ein Video eingeschaltet und dann hast mitmachen können. Das war auch super. Genau, ja. Also da haben gerade wir sehr viel über Special Olympics International, aber auch wieder über Österreich hier mitgeholfen, dass wir unsere Athleten, die ja wirklich, wenn sie im Lockdown waren, keine Möglichkeit haben, rauszugehen und das über Monate, dass wir sie in Bewegung bringen. Und Tanzen animiert oder ist animierend. Ja? Und jetzt haben wir halt entweder Live-Schaltungen gemacht oder Videos. Gemeinsam mit Coca-Cola haben wir da Tanzvideos released auf den Social-Media-Plattformen.
wo dann unsere Athleten zu Hause, und die machen das dann nicht nur einmal, sondern die machen das wirklich vielleicht sogar mehrmals am Tag, aber durchgehend über Wochen und Monate, sodass ein bisschen eine körperliche Fitness erhalten bleibt. Super, großartige Arbeit, echt. Ich glaube, das hat gerade im letzten Jahr extrem geholfen. Auch für die Stimmung, ja, also auch die positiven Schwingungen mitzunehmen. So ist es, ja. Apropos positive Schwingungen. Kurz zu unseren Zuschauenden. Wir haben ja letztens ein Video mit aufgenommen über den Tourismus in der Steiermark in Österreich mit der Bundesministerin Elli Köstinger. Wenn ihr Lust habt, schaut da kurz rein und wir zeigen euch natürlich einen kleinen Ausschnitt. Liebe Frau Bundesministerin, was sind Ihre Erwartungen an den Tourismus diesen Sommer in Österreich? Ja, wir haben im letzten Jahr schon gesehen, dass Urlaub in Österreich eine echte Renaissance erfahren hat. Durch die Pandemie waren natürlich sehr viele dazu gezwungen, den Urlaub nicht am Meer zu verbringen. Super, und jetzt geht's weiter, und zwar gleich mit dem Studiospiel, mit der zweiten Runde. Hören wir uns an, was wir zu tun haben, und jetzt schau, ich bin mit deinem Expertenwissen mitkommen. Bin gespannt. Ich bemühe mich. Spiel 2. Schnelle Frage. In Chicago traten ungefähr 1000 Teilnehmerinnen bei den ersten Special Olympics Sommerspielen gegeneinander an. A. 1968, B. Na echt? 1970, C. 1972, D. 1975 ist es nicht. So viel kann ich sagen. Bitte, sag's uns. Nein, ich frage dich mal. Hättest du eine Vermutung? Gut. Naja, nachdem du schon gebastelt hast, bei 68 kommt man echt früh vor. Wobei, man ist ein 4-Jahr Unterschied zu 72. Ich nehme den 68er. Da sind meine Eltern noch mal drum geboren. Das wird Spaß. Hoffentlich. Ja, also ich habe gebastelt, weil ich es gewusst habe. Und da war zufällig 68, wo ich der Meinung bin, dass das richtig ist. Ja, okay. Gut. Schauen wir mal. Jawohl, gut. Ich hätte auch eine Erklärung dazu. Ich habe einen kleinen Vorteil, weil 2018 war nämlich die 50-Jahre-Feier von Special Olympics auch in Chicago. Das war genau ein Jahr vor den World Games in Abu Dhabi, von denen ich gerade vorhin erzählt habe. Und deshalb Ich war nicht dabei. Aber wir hätten was vorbereiten sollen. Es ist aber dann ein bisschen anders gekommen. Und das Ganze hat sich dann eben auf Major verlagert, eben mit Abu Dhabi und so weiter. Aber 50 Jahre oder über 50 Jahre gibt es jetzt die Bewegung Special Olympics International. Aber ich könnte eine Geschichte noch dazu erzählen. Ja, wenn du magst, sehr gern. Wie überhaupt die Bewegung gestartet wurde. Dann drehen wir danach. Es war ja so, dass die Gründerin von Special Olympics International, Eunice Kennedy Shriver, eine Schwester von JFK, John Kennedy, diese Bewegung gegründet hat, weil es auch ein weiteres Familienmitglied, eine Schwester der beiden gegeben hat, die eben eine intellektuelle Beeinträchtigung hatte. Und im Garten des damaligen Anwesens hat man halt so kleinere Spiele veranstaltet, wo man eben wirklich Sport und Bewegung für Menschen mit Beeinträchtigung zur Verfügung gestellt hat. Da hat es die ersten Trainer gegeben, da hat es die im eigenen Swimmingpool, hat es diese Bewegungsmöglichkeiten gegeben. So hat das Ganze gestartet und ist jetzt zu einer weltweiten Bewegung in über 190 Ländern gekommen. Und ja, hat sich in den letzten 53 Jahren wirklich toll herausgemausert, und unser Vorsitzender ist ihr Sohn, also Timmy Schreiber, der sehr oft schon in Graz war, Graz immer gerne wieder oder überhaupt Österreich sehr gerne besucht und mit uns gut verbunden ist. Und seine Tochter, Caroline Schreiber, der mehrere Kinder, aber die Caroline, die jüngste, ist bei mir im Team der Tänzer, weil sie hat in New York Tanz studiert. Wow! Und so schließt sich der Kreis. Ja, Wahnsinn! Also das ist einmal eine richtig coole Hintergrundgeschichte. Danke fürs Teilen. Ja, bitte gern. Ich hole mir jetzt meinen Löffel Krenner ab. Darf ich nicht schuldig bleiben, gell? Sonst heißt Nadine verwerbt das. Das ist ja ein Elixier, so ein Kren. Ja, absolut. Die Steirer brauchen Kraft, habe ich gehört. So, komm her da. B3, ein Löffel Krenn, na dann lasse ich es mir mal schmecken. Ich koste mal vor für dich, dann kann ich da okay. Soll ich mit dir gemeinsam? Na, schaut. Cool. Echt sagen? Etwas süßlich? Ja, schon. Ich liebe das. Wir sollten was Strengeres finden. Wasabi vielleicht das nächste Mal.
ich nehme es zurück, wir sollten nichts stellen. Super. Du, noch eine ganz wichtige Frage zum Bereich der Inklusion. Ja. Was läuft gut und wo siehst du noch grobe Verbesserungsmöglichkeiten? Na, grundsätzlich finde ich, so wie ich es erlebe, dass immer mehr passiert. Ja, also es wird einfach mehr darauf Acht genommen, dass sich Menschen mit welcher Beeinträchtigung auch immer besser im Leben zurechtfinden können. Das wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach zu oft vergessen. Ja. Und ich werde ja oft gefragt, was mein persönlicher Bezug ist. Und ich habe aber keinen wirklich persönlichen Bezug, außer dass ich Situationen beobachtet habe, dass wir selbst in der Tanzschule bei uns oder auch im Familienumfeld Notwendigkeiten gesehen haben und dass ich einfach selbst begeistert wurde für Special Olympics. Und ich versuche es jetzt bei mir in der Lehre einerseits auf der Universität so zu gestalten, dass auch meine Studierenden auf diese Themen sensibilisiert werden. Bei uns in der Tanzschule sind Menschen mit Beeinträchtigung natürlich herzlichst willkommen. Es wird jetzt derzeit auch umgebaut. Also die Gemeinde Rosenthal hat da wirklich Geld in die Hand genommen und gestaltet gerade ein Bildungszentrum und wir sind in diesem Bildungszentrum als Tanzschule auch berücksichtigt und dort wird es dann so sein, dass man mit einem Lift beispielsweise auch barrierefrei in die Tanzschule kommt. Das ist uns wichtig, weil es gibt Rollstuhltänzer, es gibt aber auch Familienangehörige, die ihren Kindern beispielsweise zusehen wollen und im Rollstuhl sitzen und ganz generell ist man da offen. Sport ist für mich, dadurch, dass ich ja selbst Sportwissenschaften studiert habe, schon eine sehr gute Möglichkeit, Inklusion zu leben. Also mit dem Sport bringen wir einfach auf allen Ebenen sehr schnell die Umsetzung der Inklusion. Das kann jeder mitmachen, unabhängig vom Alter, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Möglichkeiten. Es kann jeder mit Tennis spielen, Fußball spielen, alles was Special Olympics Österreich oder überhaupt die Bewegung anbietet, ist hier eine sehr gute Beispielsmöglichkeit. Und wenn man Interesse hat, wo kann man sich dann hinwenden? Also gibt es irgendwie eine allgemeine Anlaufstelle, die das gut verwaltet, wo du einen Überblick hast über die Sportarten? Weißt du dazu ein bisschen was? Also eine sehr gute Adresse ist das Internet, unsere Webseite specialolympics.at. Okay, das Büro mit dem Hauptsitz in Schladming ist auch immer wieder behilflich, wenn es darum geht, Auskunft zu erteilen, wo kann ich ein Training in Anspruch nehmen, wo könnte man mal was ausprobieren, gibt es in meiner Region irgendein Angebot bereits, also einfach entweder wirklich die Website ansurfen, gibt es einen Veranstaltungskalender, wo man das gut erkennen kann oder sonst zum Hörer greifen und anrufen. Super, danke für die Tipps. Kommen wir gleich zur dritten Runde. Spielrunde. Was ich weiß, kann ich es ja noch jetzt umdrehen, weil du hast ja jetzt mittlerweile schon 3 Punkte erreicht. Und beim letzten Spiel kann ich selber noch 3 Punkte holen. Also schauen wir, vielleicht schaffe ich ja unentschieden. Aber gut, ich trete gegen einen Profi an. Schauen wir. Bin gespannt. Spiel 3. Schätzspiel. Schätzt auf euren Tafeln die Antwort auf die Frage, die euch gestellt wird. Frage. Wie viele Special Olympics Athletinnen gibt es weltweit? Ihr habt 10 Sekunden ab jetzt. Viele. Gut. Wie viel gibt es in Österreich? Okay. Yes. Muss ein bisschen schöner schreiben. So. Ich bin sicher, dass ich recht habe. Was auch immer da jetzt auftaucht, die Zahl stimmt. Super. Das ist eine gute Voraussetzung. 12.000. Ich schreibe 6 Millionen. Ah, was? Schätzen ist, glaube ich, nicht so meine Kategorie. Gell? 6 Millionen? Ja. What? So viel? Ja, und ich habe gesagt, ich habe recht. Ah, weil es sind tatsächlich 6 Millionen. Das ist nämlich der neueste Stand seit ein paar Wochen. Bitte erklär mal die Zahl. Also ich hätte das bei allen Olympischen Spielen eingegrenzt. Man darf nicht vergessen, eben wie gesagt, 190 Länder, die oder 190 Programme, wie es bei uns heißt, die eben Trainings anbieten. Und die ganzen Bundesstaaten in Nordamerika, wo die Bewegung ausgegangen ist. Wir haben, wie viel sind es? 12? 12. 12.000? 1 Million. Ja. Also so kommt da schon einiges zusammen. Ja, Wahnsinn. Unglaublich ist das. So viel hätte ich nicht erwartet. Gut, in dem Fall, das habe ich mehr als verdient. Ja, damit. Jawohl.
Da ist es. Da ist es. Komm jetzt mir. Es sind 38. Einen kleinen Löffel. Kein, sag ich jetzt einmal. Passt, damit kann ich leben. Vielleicht mal hast du jetzt Lust mitzuessen? Ja, gern. Also wie gesagt, ich brauche ja Energie für die nächsten zwei Wochen, so wie es immer hört. Ja, dann wird dir der Krenn helfen. Ich glaube auch. Mahlzeit. Kann ich empfehlen. Mhm, wirklich, gell? Gut. Ein Stück Boden dazu, Kern, perfekt. Und der Speck. Also, na gut, gibt sicher einen Tofu-Speck. Ich bin mit Öl und zum Brot passt. Okay, passt. Ich finde ihn echt gut, danke fürs Mitessen. Großartig. Jetzt habe ich noch eine Bitte an dich. Oder eine Frage. Möchtest du noch irgendwas den Zusehenden von heute von der Panther-Show mitgeben? Oder sagst du, das ist eine Botschaft, die muss einfach um die Welt gehen? Auf jeden Fall. Liebe Zuseher, möchte euch ganz herzlich einladen zur Weltmeisterschaft Tanzsport der Special Olympics. Es ist nämlich eine Uraufführung. Zum ersten Mal in der Special Olympics Geschichte findet eine Weltmeisterschaft statt und die in Graz, in der schönen Steiermark, im Rahmen des Sportjahres Let's Go Graz, Let's Go Dance Sport, so wie wir auch sagen. Die Veranstaltung findet am 20. August statt, das ist ein Freitag, um 14 Uhr sind die Vorrunden und um 18 Uhr starten wir dann mit den Finalrunden. Die Tickets sind kostenlos und kann man direkt über unsere Website graz2021.org bestellen oder persönlich im Ticketzentrum in Graz neben der Oper abholen. Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis, 17.55 bis 20 Uhr wird die ganze WM nämlich live übertragen. Ach, cool. Ja, auf ORF Sport Plus. Da freuen wir uns besonders, dass wir an diesem Tag, um die Zeit hier in das Programm kommen. Sehr cool. Also auch die, die vielleicht unterwegs sind oder auf Urlaub im August, die können dabei sein. Genau. Die jetzt sagen, tut mir leid, bin im Sommerurlaub, die schalten dann einfach über Livestream zu. Wow, finde ich großartig. Dankeschön für die Ankündigung. Danke auch, dass du den Tanzsport für uns heute ein bisschen noch breiter aufgefächert hast, den Inklusionsbeitrag auch erwähnt hast, beziehungsweise die Wichtigkeit der Inklusion, die auch, ich denke, jedem Menschen am Herzen liegen sollte und hoffentlich auch noch intensiver thematisiert wird und gelebt wird. Danke, dass du uns da so einen guten Einblick gegeben hast. Wir haben noch ein kleines Geschenk für dich, damit du daheim auch deinen... Genau. Steiergrin, perfekt. Damit du daheim natürlich wieder ein bisschen Kraft tanken kannst. Wir wünschen dir natürlich viel, viel Erfolg für die World Championship. Ich glaube, das wird eine coole Veranstaltung. Und wir werden auf jeden Fall entweder vor Ort oder live über den Fernseher dabei sein. Freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Gern. Dankeschön. Eine spannende Show mit viel Expertenwissen. Das war's heute also von der Panther Show. Und wenn euch das Video gefallen hat, liked es natürlich, kommentiert, wenn ihr etwas zu sagen habt und folgt unserem YouTube-Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video.